letzten Meter zum Skundeskogen Nationalpark. 15.39 Uhr, wir gehen wandern. Ja, wir wollten den für uns haben. Das Wasser, was ihr hier seht, ist die Ostsee. Nach 200 Metern haben Sie das Ziel erreicht. Nicht ganz, aber so ähnlich. Sie haben das Ziel erreicht. Danke. Gut, der nächste Sack. Wir sind ein Stück so wieder hoch. Deutscher bestimmt. Na klar, und fahrt's. Ihr fahrt. Das ist richtig schwierige Straße, so wie Sie kennen. So muss die schwierige Straße sein. Da kommt es gar nicht vorwärts. Nationalpark. Dankeschön. Ja, da musst du reinfahren. Da bist du auch ein Depp. Du warst doch schon an dem vorbei, ey. Am Bayer eben. Das ist bestimmt der Horst. Horst, ja. Also wir müssen nicht viel hochklettern. Geht's eher runter wahrscheinlich. Wir fahren ja schon die ganze Zeit. Stimmt, wir fahren schon, ja. Ja, ja, ich weiß, da kommt einer. Lass ihn noch kommen. Erkannt, Kollege. Hier allen Schweden, was wollt ihr hier? Ihr könnt hier jede Woche fahren. Ja, fahr. Straubing-Bogen. Straubing was? Straubing-Bogen. Okay, Straubing. Landkreis Straubing. Dann kenne ich doch. Straubing kenne ich. So, mal München. Ich habe letztens auch so eine schmale Straße gefahren. Die war nicht geteert. Bei uns ist ja jeder Feldweg geteert. Ist ja auch gut so. Aber wir ja auch so. Ich denke, da hat Unfall auf der Straße. So, ein Zeichenstück fährst du. Und vor mir waren noch zwei. Ja. Dann auch ganz schmal. Kommt kein zwei Autos an der vorbei. Dann kamen wir welche von vorne. Super. Dann fünf Autos rückwärts. Und zwar so einen halben Kilometer, bis mal so eine Bucht gab, wo wir ausweichen konnten. Und dann mit Gas. Wie kommt nicht da noch einer hin? Von vorne, weißt du? Wo war das? Im Sauerland, ja, im Hochsauerland. Mhm. Da können wir gleich mal Gespräche angucken, aufklatschen. Dann fährst du Auto hin. Das habe ich mir gedacht. Ich habe mir das genau gedacht. Ja, der steht da drin. Ich muss einen Träger holen. Good game, well played, over the ball. Yeah, yeah.
So, Freunde, ich habe euch noch gar nicht persönlich begrüßt von meiner Tour nach Schweden. Wir sind jetzt gerade am Nationalpark Skuleskogen angekommen. Relativ spät, sag ich mal. Aber egal, wir machen jetzt mal eine kleine Wanderung. Soll ziemlich gut sein. Okay, und wenn ihr Bock habt, kommt einfach mit und dranbleiben. Wird spannend, glaube ich. Also, auf geht's. Es geht schon mal spannend los. Alles mit Wegen hier. Holzwege. Auf der Karte sah das alles nicht so aus, ne? So, wenn du von oben rauf guckst, meine ich so, auf diese, wenn du Satellitenbilder machst, ne? Stimmt. Da sieht das ganz anders aus. Aber gut. Okay. Es ist schön laufen. 1,3 oder so haben wir gelaufen bis jetzt. 1,8 waren es eben noch bis zu, ja, sagen wir mal so eine Art Schlupf. Die wollten wir uns angucken, unter anderem. Okay. Und bis dahin durchschreiten wir den Wald auf Bohlen. Sehr schön zu laufen. Doch sogar noch ein bisschen was los, muss man sagen. Aber gut, ist halt noch eine Sehenswürdigkeit. Und wie man sieht, fast für jeden zu machen. Ja, wenn es mal regnet, dann kommt hier bestimmt ein bisschen mehr runter. Mehr ist gut. Ist gar nichts. Ach, der ist da hinten. So, ja, da. Okay. Bisschen plätschert es vor sich hin. Aber die Schweden sind einfach steinreich, glaube ich. So, hier fängt gerade das Feld. Oh, sieht auch gut aus. Natürlich wieder Gegenlicht, ganz schlecht, aber egal. So wie wir gerade gelesen haben, beziehungsweise meine Tochter gelesen hat, ist das der Meeresgrund gewesen.
So, zumindest sind wir schon mal ein Stück höher. Ich will nicht hoffen, dass wir da noch hoch müssen. Wir gehen hier. Kommt gleich mal ein Sumpf hier. Vorsicht, kaputte Planke. So, ich komme nicht raus. Das ist auf alle Fälle mal Wacholder. Das kleine, das komische Strunkdach, das hier. Das. Ja. Das ist Wacholder, aber wie sagt man? In den Bergen, diese Rose ist es ja nicht. Ist wie ein Rhododendron, kleiner. Jo, habe ich letztes Mal, als ich mit der Mama in den Alpen war, schon nachgesucht, nach dem Wort. War nicht gefunden. Doch, später schon. Coole Sache. Sind Sie sicher? Dass das hier lang geht. Eigentlich schon. Ich glaube schon. Ging ja nicht alles. Nee, eigentlich nicht wirklich, ja. Was haben Sie hier über die Marke? Aha. Echt? Das sah aber alles ganz anders aus. Aber gut. Ihr wollt das ja nicht anders haben. Ein Blick zurück. So, von der Schlucht aus geht es aber so ein Stück hoch. Ob das ist hier? Nee, das war eigentlich auf der anderen Seite, oder? Ich weiß auch nicht, ist ja egal. War eine recht gute Idee von dir, das zu machen, ja. Das ist meine Idee? Ja. Okay, siehst du. Wolltest du unbedingt hin? Oder ist der Weg da unten? Ist der Weg da unten? Ja, der geht da unten schon lang, ja. Ich meine jetzt hier den Weg hier unten, so. Den hier. Ja, geht doch. Geht doch bestimmt von hier. Eieiei. So Freunde, wir haben den Gipfel erklommen hier. Und da will ich euch doch mal ein bisschen was zeigen. Ihr werdet erfreut sein. Okay, dann mal los. We'll be right back.
Freunde, wie ihr seht, der Bart flattert im Wind. Es ist ein bisschen windig hier oben, aber ich sag nur, mega geil, das ist echt schlecht. Ich weiß gar nicht, wie wir das noch toppen sollen, aber ich denke, das wird funktionieren. Ja, wir fahren ja noch mal ganz über den Kreis. Wir müssen hier über das Feld. Und dann gucken wir mal. Immer den blauen Markierungen hinterher. Besser nicht ein Ausblick. Freunde. Ist doch wohl fantastisch, oder? Hast du noch nicht gesehen? Also ich nicht. Gut, wir wagen jetzt den Abstieg. Und gucken mal, ob wir uns zeigen. Aber im Grunde genommen geht es den Weg zurück, den wir gekommen sind. Also sage ich einfach schon mal tschüss. Oh, das Wollgras. Also ich sage schon mal tschüss. Vielleicht kriege ich ja noch ein paar Bilder zu sehen, weiß ich nicht. Aber wenn es euch bis hierher gefallen hat, gerne einen Daumen hoch und bleibt dran, bis folgen weitere Teile. Und gerne ein Abo da lassen, dann verpasst ihr auch nichts. Alles klar, und das Glöckchen drücken, dann kriegt ihr eine Erinnerung. Okay, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Micha. Da hoch? Ja. Immer blauer Punkt nach, hä? Was geht eigentlich? Aber da muss ich mal den Film aufhören. Naja, ich melde mich dann doch nochmal vom Abstieg. Weil das ist ganz einfach zu geil. Das ist der ISO vielleicht doch 800 besser gewesen. So, wir sind wieder zurück. Eingang Süd. Zum Skuliskogen Nationalpark. Jetzt werden wir gleich nochmal einen Blick hier um die Ecke. Kann man ein Stück aufs Wasser gucken. Hier ist ein kleines Informationszentrum.